Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Wir waren zuletzt hier in dieser besonders schönen Höhle der Sylphen unter Geschoss 1. Ja, und da gucken wir jetzt mal, was uns eigentlich hier erwartet. Wir sind ja hier im Hauptquest. Oh oh. Aber irgendwas passiert uns, wenn wir da durch das Modderzeug laufen. Okay. Können wir mal die Karte anmachen? Vielleicht findet man ja auch irgendwas hier in den Büschen oder so. Darf man denn nur da langlaufen? Oder... Okay, hier ist Untergeschoss 2. Bisher mussten wir noch nicht kämpfen. Aber jetzt. Überrumpelt. Von irgendwelchen Sumpfdruiden singt, meine Kleinen. Oha. Ach, wir werden Frösche. Moment, das kriegen wir hin. Da habe ich doch was gegen. Hebt Froschverwandlung auf. So, dann machen wir mal Feuer auf alle. Und wir sind auch wieder zurückverwandelt. Wie es scheint. Na? Feuer? Nicht so euer Ding, ne? So, noch ein Frosch weg. Und noch ein Frosch weg. Was machst du jetzt, Druiden? Holst du dir neue Frösche oder bleibst dabei? Vielleicht bleibt sie auch dabei. Ah, sie ist schon weg. Okay. Die war ja interessant, die Druiden. Aber Spaß macht das bestimmt nicht, wenn man das öfters macht, dass man hier ständig in Frösche verwandelt wird. Ist ja unglaublich schön hier. Wenn nicht dieser giftige Sumpf wäre. Was haben wir hier? Ja, ich sehe schon, man kann sich hier ordentlich verirren. Hm? Ich laufe mal einfach weiter. Wahrscheinlich übersehe ich hier ganz viele Kisten, aber naja. Oh, wir hauen ja ordentlich drauf. Von daher, wir sind ja so gut trainiert von den ganzen vielen Kämpfen. Oh, Feuer ist nicht so gut. Das lassen wir mal bei denen. Ich bete einfach nochmal und greife weiter an. Dann vielleicht Eisra. Vielleicht haut er ja auch so schon ab. Oh nee, er verwandelt uns hier in Schlafenszeit. Oh, ich habe gar keinen normalen Angriff mehr, sehe ich gerade. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Hilft denn Eisra statt Feurer? Ja. Okay, ich ziehe mal. Sollte er nicht... Ja, oh gut, er stirbt sowieso schon. Rosas Stufe ist angestiegen. Oh, und sie kann Erzengel machen. Das heißt, sie kann wiederbeleben. Und derjenige ist sofort bei voller Gesundheit. High Potion. Kisten, Kisten. Jungfernkuss. Ich sag noch gerade, ich habe bestimmt Kisten. Feenrute. Wer kann die denn tragen? Wer hat denn so diese Dinger? Ich weiß es gar nicht mehr. Da, sie hat das auch. Sie kann die tragen. Dann geht der Intellekt hoch, aber die Kettenpeitsche kann leben, das finde ich auch gut. Ich lasse es mal dabei. Ich finde die Kettenpeitsche eigentlich ganz gut. Da geht es eh nicht weiter. Ich will nicht in den Sumpf, Modder. Hier waren also Kisten. Okay. Wissen wir das auch. Auf die kloppen wir mal so. Auf uns bete ich wieder. Und dann mache ich mal auf alle Eis. Keine Wirkung. Und daneben, das ist doch schön. Schlechter Atem.
Wenn man bedenkt, dass Rosa eigentlich sehr, sehr wenig Schaden gemacht hat, dann ist das ganz gut eigentlich bisher. Aber wir werden mal hier zurückverwandeln. Er muss ja kein Frosch bleiben hier. Der kleine Frosch versucht es auch mit dem Angreifen. Kriegt einen Jungfernkuss und da ist sie auch schon wieder. Die Rydia. Wir sind ja nur noch vier, man merkt es, finde ich, dass wir nur noch mit Vieren kämpfen. Aber solange wir nur gegen solche kleinen Gegner kämpfen, komme ich damit klar. So. Bin ich wieder da? War ich hier schon? Wahrscheinlich, ne? Aber ich bin hier auch noch gar nicht nach rechts gelaufen. Na gut, dann laufe ich mal zurück. Und vergesse nicht, dass ich nach unten wollte. Oh, Kisten. Eros-Pfeile und Monsterfiebel. Eros-Pfeile. Eros-Pfeile, aber nur einer können konfus machen. Na gut, wir haben ja noch genug von denen. Wir haben auch noch genug Eisenpfeile. Aber wir belassen es mal bei den Dunkelpfeilen. Ja. Was können wir denn mal machen hier, damit sie... Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen was. Ein bisschen Echokraut für die Liebe. Dann kann sie wieder zaubern und blind ist sie auch. Da helfen Augentropfen. Wunderbar. Warum ist die Gruppe eigentlich so doof angeordnet? Kann man das vielleicht mal ein bisschen besser machen? So. So. So, dann wieder zurück. Oh, wir werden angegriffen und sind hier aber in diesem Modder. Aber noch geht's. Und die vergiften uns, aber das macht gar keinen Spaß. Sind aber auch schnell besiegt. Aber wenn die uns immer vergiften jetzt, auch nicht toll. Schnell weg aus dem Sumpf. So, was wollte ich jetzt? Gift, 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 Gift. Gegengift. Da. Und denen geht's nicht so gut. Aber wir haben ja eigentlich genug keine Potions. Die nehmen wir mal. Dafür kaufe ich das Zeug. So. Schnell weg. Und da werden wir wieder angegriffen. Und wieder gegen die hier. Na gut. So, und die beiden haust du bitte auch mal weg, Lydia. Singt, meine Kleinen, sagt sie wieder. Aber ich würde sagen, du singst mal. Die lebt noch. Jetzt haut noch mal Rosa drauf mit einem Pfeil. Aber sie lebt immer noch. Okay. Da ist unser kleiner Frosch dran. Den können wir erstmal wieder mit dem Jungfernkuss zurückverwandeln. Und sie lebt immer noch. Na gut. Macht die sich selber zum Frosch? Echt? Das ist ja witzig. Sie wird selbst zum Frosch. Auch schön. Okay. Dann nochmal runter, bitte. Och, Manu. Aber den kriegen wir schnell hin hier. Komm. Die vergiften nur so schnell immer. Das macht gar keinen Spaß. Ist jetzt wieder jemand vergiftet? Nö. Das ist gut. Ja, ich komme mal wieder echt schrittweise nur voran. Das kennen wir ja schon, das Problem. Okay. Wenigstens gehen die Gegner hier schnell. Spinnenfaden bekommen. Jetzt lauf endlich zu diesem blöden Durchgang. Damit wir da nicht tausendmal noch hin müssen.
Diesmal gehe ich nach unten. Und hier durch. Wenn wir nicht vorher natürlich noch Frösche besiegen dürfen. Okay. Komm. Hau drauf. Ach, die Frösche sind anfällig auf Eis. Gut zu wissen. Und sie? Yay. Okay. Im Moment kommen wir ganz gut durch. Das finde ich gut. Und es zieht sich nicht so ewig lang hin. Dafür, dass hier ständig Kämpfe kommen, ist das auch mal ganz gut so. Wo sind wir jetzt? Hier waren wir noch nicht. Geh mal nach rechts. Vielleicht kommen wir dann... Oh, wo kommen wir hin? Zu einem Speicherplatz. Das ist immer schön. Ist da jemand? Verstecken Sie sich vor uns? Wird gefragt. Überleg gerade, ob ich es nötig habe, überhaupt ein Zelt oder sowas zu benutzen. Ach komm, gönnen wir uns mal. Eine gute Hütte, obwohl wir es eigentlich nicht total dringend brauchen. Bisher konnten wir uns auch ganz gut selber so versorgen. Schön. Allen geht's wieder gut. Ist aber auch schön, wenn sie mal wieder ganz volle Gesundheit haben. Da ist Sumpf, da wollen wir nicht hin. Da können wir lang. Geht's da über... Kann man da durch? Ja, aber... Oh, hier ist irgendwie ein Geheimgang oder so. Wo kommen wir hier hin? Ah, zu einer Kiste, toll. Und man wird hier auch angegriffen, so im Nichts. Das macht nichts, das kriegen wir hin. Sind anfällig auf Feuer. Du blöder kleiner Frosch. Komm mal wieder zurück. Levitas, hilft das vielleicht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, weil die ja zaubern, oder? Wieso bin ich ein Schwein? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Voll confused hier. Schweben, stumm, was die nicht alles machen. Nochmal schlechter Atem. Komm, mach den mal platt hier. Medikammer auf Sessel. Die anderen können ja hier gerade gar nichts. Der trifft nicht mal. So. Ich finde das witzig, dass wir jetzt auch schweben. Wobei ich halt nicht ralle, wozu es gut sein soll. Bin ich ehrlich, also... ich glaube, Rydia wäre gut, wenn man die mal zurückverwandelt. Und nochmal Jungfernkuss. Was half nochmal gegen Schwein? So. Macht das Vieh mal tot, ey. Das nervt hier langsam. Was half nochmal hier? War das Rohkost hier? Schweinverwandlung. Okay. Rohkost. So, Cecil ist wieder da. Und wieder nicht getroffen. Mensch, Cecil.
Ja. Na endlich! Wow, wir treffen mal wieder. Liegt das an dem Schweben, dass sie nicht treffen? Joi, hieß Pfeile, habe ich bekommen. Was machen die denn? Keine Ahnung. Froh, dass ich hier den Elbenbogen gefunden habe. Ach, schön. Schön, ein Elbenbogen. Toll. Den nehmen wir natürlich direkt mal. Also, was waren das jetzt für tolle Pfeile? Joi, hieß Pfeile. Aha. Was machen die? Keine Ahnung. Aber die haben eine gute Attacke. Ja, aber davon haben wir nur einen. Deswegen lasse ich es mal. Und da können wir doch wohl durch, oder? Nicht? Ach, wie blöd. Na gut. Schade, dass man hier auch im Nichts angegriffen wird. Und wir schweben immer noch. Gaia-Trommel. Okay, da können wir wieder zurück. Das ist schön, das ist nett. Angriff. Angriffsreicher Part hier mal wieder. Das Gute ist, dass die sowieso nicht groß zaubern, Edge und Cecil. Deswegen, wenn die stumm sind, ist es auch nicht so schlimm. Da nerven mich die Frösche schon eher, aber... Können die auf Froschverwandlung aufheben? Hm. Schade. Mach den Frosch mal weg. Jetzt hör auf, mich in Frösche zu verwandeln. Oder hör auf, sich selber in Frosch zu verwandeln. Das ist genauso doof. Aber er scheint ja irgendwie auch nicht stumm zu sein, Edge, sondern die sind immer irgendwie eher blind. Das sieht immer, vielleicht sieht das nur so aus. Ich schaue jetzt mal nach. Ist er blind oder was anderes? Augentropfen. Oh ja, tatsächlich. Blind und das andere. Und die schweben immer noch. Okay. Was war noch? Stumm, ne? Echokraut. Jetzt haben wir hier so schön gekämpft. Dann können wir auch speichern. Haben wir uns ja auch schon wieder verdient. Und schon wieder... Wieder nur so eine Assel, die schnell vorbeigeht. Vielen Dank und tschüss. Ich gehe nach links, da waren wir noch nicht. Ist so unglaublich, wie oft man hier angegriffen wird. Kann man auch mal was werfen hier? Komm, wirf das mal. Absorbiert Schwächeneis. Ja, gut, das wussten wir ja schon. Schon wieder ein Frosch. Man braucht viele gute Items für gegen Frösche hier. Komm nun, stirb. Sehr schön. Ja, wenn man das mal vorher mal wüsste. Rudyard ist angestiegen. Oh, da geht's auch nach unten. Da habe ich einen Gang entdeckt. Wo geht der denn jetzt hin? Nanu? Wieder in die andere Richtung, wie es scheint. Wir stoppen das mal, das Vieh.
Den mag ich nämlich nicht. Der kann uns nämlich die ganze Zeit verwandeln und dann muss ich alles wieder rückgängig machen. Das macht keinen Spaß. Ach ja, komm. Nimm mal wieder deine Rohkost, mein Freund. So, der ist gestoppt. Das finde ich wunderbar. Kümmern wir uns erstmal um die anderen beiden. Der soll uns mal nicht nerven. Nein, ich will doch nicht mich angreifen. Oh Gott, jetzt greife ich mich an. Ich glaube, das ist ja erstmal ein Spiel, dass ich mich selber angreife. Oh, ich mache aber Vitra. Nee, das war noch das davor. Blitzra mache ich jetzt schön auf Rosa, glaube ich. Das ist natürlich blöd. Ja, das war ich. Schön. Oh, der hat aber gesessen. Sehr gut, Edge. Man kann ja auch mal treffen, wenn man blind ist. So. Und Edge trifft auch. Ah, schade, das Hessel nicht, sonst wäre das Vieh in mich jetzt weg. Denke ich mir. Kannst du eigentlich mal singen oder geht das nicht, weil du stumm bist? Versuch's mal. Okay, der ist weg und das andere Vieh lebt wieder. Am besten geht's jetzt schnell. Wenn wir denn können. Magensäure. Lecker. Okay, ich mach mal Medica. Aufs Hessel. Und er kann tatsächlich singen, das ist schön. Dann heilen wir wenigstens in der Zeit mal. Und tot. Sehr schön. Ach, das war ja ganz gut eigentlich, aber war auch Glück, dass er uns jetzt nicht schon wieder in Schwein, Frosch oder sonst was verwandelt hat. Wo bin ich hier? Ach ja, ich wollte nach oben. Dieses Zeug. Jetzt werden wir auch noch wieder von hinten angegriffen. Sumpftruiden sinkt, meine Kleinen. Ja, ja, ja. Schnell die Frösche tot machen, bitte. Ach nee, die wollen ja Eis, ne? Eis finden die ja gar nicht so toll. Mach mal Eis da, komm. Hau sie weg. Jetzt werden die hier alle Frösche. Das macht ja richtig Spaß. Ein Frosch ist schon mal weg. Komm, Lydia. Das wäre nett, wenn du das mal... Ach komm. Mach das doch mal auf dich selber. Das nervt. Blöde Kröte. Wieder eine Kröte weniger. Und wieder eine Kröte weniger. Jetzt bleibt nämlich nur noch sie. So. Komm. Hau sie weg. Na endlich. Ein kampfreicher Part, Leute. Ich bleib mal hier stehen und mach den Rest. Wenn ich was finde, sag ich euch Bescheid. Damit nicht der nächste Part auch nur noch aus Kämpfen besteht. Ihr seht ja, was jetzt hier ungefähr für Feinde sind. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn dann was Ereignisreicheres passiert als Frösche, Schweine und Sümpfe und so weiter. Bis dann!